Ich bin Ramona Lersch, zuständig für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Trierer Hafengesellschaft. Ja, die Idee entstand, wir hatten vereinzelt Anfragen bereits vor Ostern, ob es Möglichkeiten gäbe im Hafengebiet. Wir konnten das koordinieren und haben so in kürzester Zeit fast alle 40 Unternehmen hier im Hafengebiet und auch im Güterverkehrszentrum mit rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit ins Boot nehmen können. Und wir hoffen natürlich, dass das Angebot auch wie geplant angenommen wird. Und wir hoffen natürlich auch von den Öffnungszeiten her, dass wir dabei bleiben können und gegebenenfalls die sogar noch weiter ausbauen können. Wir sind da positiver Dinge, dass das Testzentrum so angenommen und auch von allen Bürgern und Bürgerinnen in der Umgebung genutzt wird. An diesem Testzentrum ist das Besondere, dass wir die Kooperation mit den Unternehmen vor Ort haben, die auch ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier sofort hinschicken können. Es sind kurze Wege. Das ist eine Zeit von der Aufnahme bis zur Testung 3 Minuten. Und man wird dann per SMS, wenn man das möchte, informiert oder mit einer kurzen Wartezeit natürlich auch vor Ort. Man bekommt ein Zertifikat und positiv ist, dass man sich innerhalb von einer Minute online einbuchen kann für den nächsten freien Termin. Bernd Görgen vom Arbeiter-Samariter-Bund Trier. Wir wurden angefragt bezüglich eines Testzentrums im Hafen für alle Bürgerinnen und Bürger, weil natürlich schwerpunktmäßig durch Schicht arbeiten, Frühschicht, Spätschicht, die Tagesschicht, viele Mitarbeiter auch mitunter Probleme hatten, Termine zu erhalten. Und natürlich alle Bürgerinnen und Bürger hier in Hafennähe wurden immer mal wieder durch Gespräche halt eben, ist aufgekommen, man benötige vielleicht auch hier ortsnah noch ein Testzentrum. Also Sie haben einmal die Möglichkeit testen für alle. Jede Bürgerin und Bürger mit gewöhnlichem Wohnsitz in Deutschland kann sich ja zweimal die Woche laut Landesverordnung testen lassen. Und wir haben auch die Möglichkeit, über E-Termin einen Termin zu buchen. Das ist jedem dann auch überlassen, wer das gerne möchte. Kann einfach vorbeikommen, kann einen Termin machen. Er sieht dann auch gleich, wie viele Plätze habe ich noch frei, wann kann ich hingehen. Vielleicht auch Planungssicherheit ein bisschen mehr als Testen für alle. Testen für alle bedeutet aber auch, dass gegebenenfalls eine kleine Wartezeit entstehen könnte durch Termine, aber auch da werden wir recht schnell abarbeiten. Wenn Sie dann herkommen, können Sie eine ausgedruckte Einverständniserklärung mitbringen, wird in der Aufnahmesichtung von uns verarbeitet und können dann gleich durch zum Test.